Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Case Opening, ja, und naja, ein bisschen verzögert zu dem neuen Winter Release zu dem M8 Revolver. Habe ich mir natürlich überlegt, ja, was kannst du da jetzt machen? Ja, Chroma 2 kannst du nicht öffnen, fälschen magst du ja sowieso nicht. Also habe ich mich natürlich für die Revolver Cases entschieden, 20 Stück an der Zahl, und mit dabei heute ist Nino. Hallo! Und er guckt mir gerade zu, also ich hoffe, das geht so alles mit meinem Internet, weil ich habe ja noch bis jetzt noch mein altes Internet, aber ich denke mal, da wird sich dann auch spätestens ja im Januar was ändern, oder spätestens hoffe ich natürlich nach Weihnachten. Aber jetzt sind wir natürlich erstmal da, um 20 Revolver Cases zu öffnen, und ich sag jetzt einfach mal, ich fange mit dem an. So, was ich ja gesehen habe, hier dieser R8 Revolver, ja. Der ist sogar ohne Stat-Track in Einsatz erprobt noch 5 Euro wert. Und das ist ein Blue Skin. Und das kann ich mir irgendwie nicht so wirklich vorstellen, dass ein Blue Skin 5 Euro wert ist, ja. Aber die Case ist ja gestern rausgekommen. Und da haben wir eine PB Bison Full Rot. Achso, ich kann nur mal ganz kurz noch was zu den Skins sagen. Hier. Was ich geil finde, ist die AK. Die sieht ja mal wieder so übel geil aus. Ja, die sieht fast noch geil aus wie die Frontside Missy in der letzten Case. Dann die Autosniper. Ich weiß nicht, warum man schon wieder eine Autosniper als Pink Skin eingeführt hat. Dann die P90 sieht ganz komisch aus. Ja. Dass natürlich ein R8 Revolver als Red Skin drin ist, war für mich klar, ja. Aber diese. Sorry, aber diese M4, die sieht doch furchtbar aus. Oder? Ja, ich find's irgendwie ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Die ist doch genauso langweilig wie die X-Ray oder wie die Circa oder wie die ganzen Dinger da heißen. Ja. Oder die Bullet Drain. Ich find's auch witzig, dass jetzt in den letzten Kisten tatsächlich zweimal Pink als AK und Autosniper gehabt haben. Gell? Okay, finde ich komisch. Von zweimal hintereinander einfach. Und natürlich das Rare Special Item, soweit ich mitbekommen habe, sind da die ganz alten Knives drin, also Case Hardened und Crimson Web und was weiß ich noch alles. Also nicht die neuen, sondern die alten. So, also, machen wir weiter. Und eine Stat-Track auch. Okay. Sieht aber verranzt aus. Ah ne, sieht gut. Sieht eigentlich ganz ordentlich aus. In Minimal Wear, alles klar. Also Entschuldigung, wenn ich da ab und zu huschte. Oh, da war die Autosniper. Wenn ich ab und zu huschte, ja, aber ich bin leider krank. Ja, und ich wollte mir jetzt aber... Ich wollte mir jetzt die Revolver Cases nicht vorenthalten. Und Nina wollte unbedingt zuschauen. Oh, ich hab den R8 Revolver Crimson Web. Alter, das ist schon mal 5 Euro safe, Mann. Ist der Minimal Wear sonst 8 Euro? Wellborn? Minimal Wear, Alter. Das musst du dir mal geben, Mann. Das ist ein Blue Skin. Der ist, war gestern noch bei 20. Der ist noch 9 Euro wert. Das ist für ein Blue Skin, Mann. Ja. Das ist halt, ja, aber ich denke, dass es in den nächsten Kisten runtergehen wird. Ja, auf jeden Fall. Deshalb wollte ich auf jeden Fall jetzt noch öffnen, ja. Und jetzt noch verkaufen, ja. Ja. Vor allem, wenn ein paar mehr Skins für den Revolver draußen sind. Es sind sehr viele draußen. Es sind noch, es sind nicht nur 4 Stück. Oh. Nee. Was? Alter, mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Mann, was kann ich denn? Nein, ich sehe das Ganze ja ein bisschen verzögert, gell? Ja, Nino sieht es ja etwas verzögert. Aber ich muss jetzt... CFN? Nee, Minimal Wear. Na, sieht aber ganz gut aus. Jetzt mal ganz ehrlich. So, auf dem Kleinbild, hat die ja nicht gut ausgesehen. Ey, die ist 30 Euro. Ja. 30 Euro, Mann. Ja, das ist ja, also, ja die Kosten für... Ich hab für die 20 Cases habe ich 65 Euro ausgegeben, und für die Keys könnt ihr euch ja selber ausrechnen. Heilige Scheiße, Mann. Läuft gut. Ich freue mich schon auf Weihnachten. Ja. Kommen jetzt noch ein paar Revolver und dann ist gut. Und dann noch so ein R8 Revolver Fade wäre auch nicht schlecht. Den würde ich sogar...
dann würde ich... Ja, oh je, dann würde ich sogar selber behalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich finde den auch, also in Bully Fate finde ich ihn sogar ziemlich hübsch, ehrlich gesagt. Komm, oder so ein gelbes wäre auch nicht schlecht. Ah, doch nicht so eine Augen, Mann, so eine Augen brauche ich nicht, nein. Aber so eine Stepback 90, Alter, heilige. Mit dem habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Oh, ja, da ging gerade eine AK. Da ging eine AK vorbei. Ja, Nino, ich schwör dir, an Weihnachten wirst du was Gutes ziehen. Ne, Alter, ich habe in den letzten 100 Kisten, die ich aufgemacht habe, nur blau und hin und wieder mal Lila gehabt, ey. Oh, 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 oh. Hast du gesehen, wie die AK vorbeigegangen ist? Alter, Alter. Was geht denn da vorbei, ey? Ja, ich weiß auch nicht. Ja komm, ey. Ich seh's zwar noch nicht, aber was? Alter. Die ist aber Battlescard. Nee, Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein, Mann. Was? Die im Leben? Ja, komm, jetzt noch die Autosniper hinterher und, Nicht dein Ernst, Alter, was geht ab? Heilige, die Smellborn. Ey, was ist heute los, Nino? Ey, ich... Was? Mann, das Upgame hasst mich. Ah, Nino, das habe ich anfangs auch immer gedacht. Ja, nur ich bin nicht mehr am Anfang. Oh, da war sie nochmal, da war sie nochmal. Vor allem bei dir zieht auch alles vorbei, ey. Wenn ich Kisten aufmache, ich seh noch nicht mal mein Pink-Item oder so. Echt? Nee, aber... Das geht wahrscheinlich so schnell vorbei, dass es nicht... Oh, da war noch mal eine! Oh Mann! Und wieder ist der Schuss. Oh, da war die Emma. Da war. Oh Gott! Alter, was geht da alles vorbei? Guckst dir an, erst die M4, dann eine Statwick AK. Heilige Scheiße, Mann. Weißt du noch, was. Oh, da war Revolver Fade. Nein! Fuck. Schade. Hey Nino, weißt du noch das eine Game of Couple, wo ich einmal zweimal die Frontside Mist hier hintereinander gezogen habe? Ja. So, letzte Case. Oh, ein Stat-Track Revolver. Oh, jetzt wird direkt zwei Revolver. Was ist der? Field-Teste, was ist der wert? Jo, 13 Euro. Naja, also ich würde sagen, war ja eigentlich gar nicht so schlimm. Nö, ich hab's mir eigentlich schlimmer vorgestellt. Also das ist Ach du Scheiße. Die 5-7 ist glaube ich sogar auch ein bisschen was wert, oder? Wenn die... Weiß ich nicht. Ja, alle Skins sind jetzt noch viel wert, weil die Case herrscht. Ah, okay. Die 5-7 ist auch... Was? Ey, da hab ich ja locker das Money wieder drin, Alter. Heilige Scheiße, Alter. Ah, komm, Alter, ich bin so gehypt, auf jeden Fall. Es kommt auf jeden Fall nächste Woche. Nochmal. Wie heißen die? Revolver Cases. Okay, versprochen, nächste Woche nochmal Revolver Cases. Aber jetzt erstmal, vielen Dank fürs Zuschauen. Nino geht sich jetzt erstmal erhängen. Ja. Und so einfach, ich bin auf diese ultra geilen Skins. Ey, die P90 sieht voll geil aus mit dem Holz. Ja, weil wir auch so viel P90 spielen, gell? Weil mit P90 ist nämlich eine Noob-Waffe, weil die zuhören. Also, genau, auf jeden Fall. Revolver, das ist einfach, ja. So, ich sag tschüss und bis nächste Woche. Tschüss.